diesem Video geht es um Form. Wir haben schon mal gehört, dass Form follows Function ein Claim ist, der die Designwelt prägt, dass es hier nicht nur um funktionale Form geht, sondern auch um ästhetische Form. Und in diesem Video schauen wir uns Form als Gestaltungselement ein bisschen genauer an. Wir wollen schauen, wie wir Form eigentlich wahrnehmen, dann wie wir Form verstehen. Wir haben eine kleine Einführung in die Semiotik, das heißt in die Wissenschaft der Zeichen, gucken uns ergonomische Formfaktoren an und wollen dann noch ein paar Beispiele uns anschauen, wie wir Form in der Interface-Gestaltung benutzen. Aber am Anfang nochmal eine Wiederholung. Wir hatten die Gestaltgesetze und hier haben wir gelernt, dass wir Gleichheit erkennen. Und das haben wir hier in dem Beispiel von Farbe gemacht. Die Gestaltgesetze haben wir vor allem im Visuellen abgebildet und immer nur ein Beispiel hier gezeigt. Wir können aber auch von Gleichheit reden, wenn wir uns Formen anschauen. Zum Beispiel, wenn eine Form größer ist als eine andere, nehmen wir die automatisch wahr. Oder wenn eine Form aus dem Rahmen fällt, also anders ist, nehmen wir die automatisch wahr. Das heißt hier Gestaltgesetze, Wahrnehmung, was gruppieren wir in der Wahrnehmung und was sticht heraus, weil wir eben in der visuellen Wahrnehmung nicht alle Informationen gleich auswerten, die wir eigentlich auf der Netzhaut erhalten, sondern hier filtern und manche Dinge, manche Informationen, die werden halt nicht gefiltert oder schwerer gefiltert. So zum Beispiel Dinge, die anders sind bezüglich der Form. Es gibt Forschung zur Wahrnehmung von Form und zwar ist das ein bekanntes Experiment und hier wurde geschaut, wie Form assoziiert wird. Und zwar wurde geschaut, wie wir Form mit Wörtern assoziieren. Also es wurde gefragt, Buba und Kiki, das sind jetzt zwei Kunstwörter und zu welchen Formen passen die dann am besten? Da können Sie und könnt ihr mal überlegen, welche Form der beiden würdet ihr und sie mit Buba assoziieren und welche mit Kiki. Das Ergebnis ist, dass die linke Form mit Buba assoziiert wird, die rechte mit Kiki. Und interessanterweise funktioniert das für verschiedene Kulturen. Das heißt, in unserem Kulturraum sieht das B ja auch runder aus. Das heißt, es ist der blauen Form ähnlicher und das K ist der grünen Form ähnlicher. Aber dieses Experiment kann man auch mit Leuten machen, die einen anderen Schriftsatz und andere Buchstaben gewohnt sind. Und von daher haben wir hier einen Link zwischen den Konsonanten B und K und verschiedenen Formen, also eine Assoziation. Was verstehen wir eigentlich, wenn wir Formen sehen oder was interpretieren wir hier da rein? Wir haben hier einen Kreis und ein Dreieck. Und was sind Assoziationen, die wir haben können? Ich zeige ein paar Beispiele. Zum Beispiel runde Formen werden oft als organisch wahrgenommen. Das könnten wir mit Weiblichkeit begründen. Spitze Form ist scharf, da kann man sich verletzen. Das könnten wir assoziieren mit der Form, wie zum Beispiel Waffen gestaltet sind. Aber hier wird schon mal klar, dass wir eine Assoziation haben. Das heißt, wir haben hier einen Kontext. Von daher kann die Assoziation je nach Kontext, je nach Inhalt auch eine ganz andere sein. Das heißt, etwas Rundes kann auch mit einer, sag ich mal, Bombe assoziiert werden. Etwas Spitzes mit etwas total Ungefährlichem, sprich ein Weihnachtsbaum. Das heißt, Form steht, so wie auch Farbe, nicht allein. Wir haben hier immer den Kontext. Wir haben nicht nur die Farbe, nicht nur die Komposition, sondern wir haben auch Inhalte, die das Verständnis von Form dann im Endeffekt prägen. Und da sind wir auch schon beim Verständnis. Das heißt, Formen sind zum Beispiel Zeichen. Und jetzt komme ich zur Semiotik. Das ist eine Wissenschaft, also das ist die Wissenschaft der Zeichen und Symbole. Und Zeichen werden in der Semiotik zum Beispiel begriffen als Wörter, Gesten, alle Kommunikationsformen, also auch Gerüche, das können alles Zeichen sein. Und die vermitteln wir halt, die kommunizieren wir über Raum und Zeit.
Und in der Semiotik sagt man, ohne Zeichen und ohne die Interpretation der Zeichen, was die Semiose ist, also die Verknüpfung von Zeichen mit Bedeutung, ohne die würden wir nichts verstehen, nichts wahrnehmen, nicht kommunizieren können und auch keine kulturelle Bedeutung herstellen können. Und was haben dann jetzt Formen für Bedeutung? Also, ich habe jetzt hier mal ein paar Formen abgebildet und jetzt können wir mal überlegen, ob die Formen als solche Bedeutung haben können. Wir haben jetzt zum Beispiel Dreiecke, da erinnern wir uns vielleicht, dass ein Dreieck, was nach unten zeigt, versus einem Dreieck, was nach oben spitz wird. Da hatten wir bei Kompositionen schon so ein bisschen das Gefühl, dass eine Form vielleicht stabiler ist als die andere. Das heißt, wenn wir eine Assoziation haben mit Schwerkraft, dann haben wir hier bei einer Form eine Assoziation von stabil und unstabil. Dasselbe haben wir vielleicht, wenn wir die beiden Quadrate anschauen. Das eine ist abgerundeter, das heißt, das andere ist spitzer. Das heißt, das eine wäre vielleicht scharfkantiger, es wäre vielleicht gefährlicher. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Semiotik gehen. Das heißt, hier brauchen wir halt immer Objekte und Formen, um Zeichen zu haben und um Zeichen zu verstehen. Und in der Semiotik haben wir drei verschiedene Kategorien von Zeichen. Das heißt, wir haben die Icons. Icons sind gekennzeichnet durch eine Ähnlichkeit mit einem Objekt. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Icons, die ihr von eurem Smartphone kennt, von eurem Desktop, bezeichnen alle Zeichen, die wir in der Semiotik im Prinzip kennen. Das heißt, wir können gleich nochmal die anderen beiden Typen anschauen und dann werden wir sehen, dass was wir in der HCI als Icons kennen, eigentlich Icons und Indizes sind. Das heißt, Indizes sind Hinweise, die nicht ein Objekt durch Ähnlichkeit darstellen, wie ein Icon, sondern auf ein Objekt referenzieren, zum Beispiel ein File. Und hier sehen wir, dass wir in der HCI sowohl Indizes als auch Icons aus der Semiotik in der HCI als Icon bezeichnen. Das heißt, wir differenzieren hier nicht sauber, wie in der Semiotik, wie es in der Semiotik halt getan wird. Und das dritte ist das Symbol. Und das sind Konventionen. Das heißt, wir haben hier weder eine Ähnlichkeit mit etwas real Existierenden, noch haben wir eine Referenz auf etwas, sondern wir haben hier Dinge, wo wir, also Zeichen, die allein durch eine Konvention, durch eine Absprache, durch kulturell Erlerntes für etwas stehen. Und hier habe ich jetzt ein Pausezeichen. Schrift sind auch Symbole. Das heißt, die müssen wir lernen. Die können wir nicht erkennen durch eine Interpretation und durch eine Ähnlichkeit mit etwas Echtem oder durch eine Referenz. Und als nächstes wollen wir uns mal Formen anschauen, die eine Funktion haben. Wir sehen jetzt hier Telefonhörer verschiedener Generationen, Telefone aus den 70ern bis zurück in die 50er. Und was sagt uns hier die Form? Wir haben hier klassische Telefonhörer und hier haben wir sowohl eine Funktion in der Form drin, in dem Formfaktor, als auch ein Style, weil die alle dieselbe Funktion haben. Erstmal vom Formfaktor denselben Aufbau, sprich der Lautsprecher am Ohr, dann das Mikrofon am Mund, dazwischen ein Griff, sodass wir quasi dieses Gerät an Ohr und Mund halten können. Aber wir haben halt hier über die Zeit, nicht nur über Farbe, sondern auch über eine Variation der Form einen gewissen Style. Und da sehen wir, dass, wie schon bei Sullivan, bei der Architektur, wenn ihr euch erinnert an das erste Bild, wir in der Formgestaltung auch unterscheiden müssen zwischen rein funktionalen Formaspekten, die wir halt hier durch die Lokalisierung von Lautsprecher und Mikrofon und den Griff repräsentiert haben, aber auch ästhetische Elemente, wo wir hier aus den 70ern zum Beispiel sehen, dass es hier quasi damals moderner war, die Form so ein bisschen geometrischer zu machen, ein bisschen weniger organisch. Und sowas ist immer einer Mode und einem Zeitgeist unterlegen und kommt irgendwann auch wieder aus der Mode. Genau, das heißt,
Wir haben hier jetzt ein ergonomisches Design, wo wir ein Telefon eben haben, was so gebaut ist, dass wenn wir es greifen und ans Ohr halten, wir sowohl gut sprechen als auch gut hören können. Und Telefone, wie ist der Formfaktor heute? Also wodurch wird der bestimmt? Interessanterweise dadurch, dass wir die Telefone in unsere Taschen stecken wollen. Das heißt, wir haben halt hier Telefone, die flach sind, die auch in die Hosentasche passen, die zum Teil ein bisschen größer werden, dann passen sie vielleicht nicht mehr in jede Hosentasche, dann sind sie vielleicht in der Handtasche oder wir haben hier dann Kettchen, sodass wir die auch wie eine Handtasche tragen. Aber im Endeffekt ist jetzt hier der Formfaktor eines mobilen Gerätes darauf optimiert, die Mobilität zu gewährleisten. Und wir haben hier natürlich ganz klassisch auch einen Lautsprecher und ein Mikrofon da, wo halt unser Mund und unser Ohr ist. So, Formen, die erstmal ergonomisch, also von der physischen Ergonomie, keine Anforderungen erfüllen müssen, weil es zum Beispiel Icons sind, also Formen, die rein Informationswert haben, da sind wir nun ja frei, die zu gestalten. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr zwingend notwendig, so ein altes klassisches Telefon zu nehmen oder ein Handy zu nehmen. Das heißt, wenn wir Informationsdesign haben, wenn wir Icons gestalten wollen, wenn wir Logos gestalten wollen, dann sagt die Form etwas anderes aus, nämlich die steht dann für einen gewissen Stil. Wenn wir jetzt nur den Telefonhörer haben, was wir kennen von unseren Icons auf dem Telefon, wo wir die App öffnen zum Telefonieren, was wir auch von WhatsApp kennen, da ist der Telefonhörer quasi nur der Teil des Telefons, der uns ermöglicht zu sprechen, nämlich zu kommunizieren. Dass wir hier Icons haben, die schon ein bisschen altmodisch sind, das kennen wir aus der HCI. Wir haben auch immer noch den Briefumschlag bei der Inbox in unseren Mailprogrammen und wir haben auch immer noch den Papierkorb zum Wegwerfen von Dokumenten. Das heißt, hier haben wir eine ganz gute Tradition, wo sich halt Icons auch halten und dann irgendwann so ein bisschen stehen für eine Funktion und für eine Tätigkeit und von dem eigentlichen referenzierten Objekt sich lösen. So, und was haben wir noch, wenn wir Informationsdesign haben, was natürlich auch durch Form realisiert wird? Wir haben jetzt hier, wie schon gesagt, 5 Beispiele für eine App, mit der man telefonieren kann. Und ich habe jetzt hier mal ganz in der Mitte ein spitzes Icon, also der Hintergrund ist spitz, dann links und rechts davon abgerundete Ecken. Das lasst mal auf euch wirken, überlegt mal, woher kennt ihr vielleicht das eine Icon, woher das andere und dann ganz außen jeweils die runden Versionen und dann einmal mit einem 3D-Effekt und einmal ohne 3D-Effekt. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass es einfach Generationen gibt, das wechselt quasi durch die Betriebssysteme über die Zeit, wo zweidimensionale Icons modern sind und dann abgelöst werden oder worden sind von dreidimensionalen und wir dann irgendwann wieder in eine Dimensionalität geht, um auch ein bisschen die Generation der Betriebssysteme und die Version der Apps voneinander zu unterscheiden. Wenn wir jetzt Apps haben auf einem Telefon, dann sehen wir hier, dass zum Beispiel die Apps des Betriebssystems an dem Beispiel alle rund sind. Das heißt, wir haben hier eine Gleichheit, wir erinnern uns an die Gestaltgesetze, wir haben eine Gleichheit der Form, was eine gewisse Harmonie mit sich bringt, und dann aber hier eine Ungleichheit in der Farbgebung. Das heißt, Form ohne Farbe zu betrachten, ist natürlich sehr einseitig. Am folgenden Beispiel sehen wir jetzt Apps verschiedener Anbieter. Das heißt, hier gibt es jetzt Anbieter, die sich dafür entscheiden, runde Icons zu haben. Andere entscheiden sich dafür, eckige Icons zu haben. Womit mag das zusammenhängen? Wir sehen jetzt hier eindeutig von Google, dass der Chrome-Browser rund ist und Gmail, so wie der klassische Briefumschlag, eckig. Das heißt, wir haben hier wieder ein bisschen Form for the Function, weil wir halt hier auf der einen Seite eine Suchmaschine haben, das hat so ein bisschen eine Linsenform und auf der anderen Seite einen Briefumschlag, das heißt die Referenz zu der Post. Und abschließend wollen wir jetzt nochmal zusammenfassen, welche Funktion Form denn haben kann.
Da haben wir die physische Ergonomie. Wir erinnern uns, den alten Telefonhörer oder neuerdings oder seit einigen Jahren die Handys, die halt ganz andere Formen haben, je nachdem, ob es halt darum geht, wirklich bequem zu telefonieren, aber die Geräte mussten halt nicht mitgenommen werden oder dann jetzt bei den Smartphones und Mobiltelefonen die Mobilität. Wir haben die kognitive Ergonomie, das heißt, wir wollen etwas wahrnehmen und von daher können wir halt über Formen dafür sorgen, dass Dinge eher erkannt werden als andere, über Größe, über andere Formen etc. Wir haben Form als Information, da erinnern wir uns, dass wir hier die Semiotik haben, das heißt, die Formen stehen für etwas, wenn man die zum Beispiel kombiniert. Wir haben die Ästhetik, das heißt, ein Icon, was dreidimensional ist versus zweidimensional, hat eine andere Ästhetik und hier ist immer wichtig zu schauen, was ist gerade wirklich angesagt und das ändert sich in immer schnelleren Iterationen und Form kann auch einen Einfluss haben auf unsere Gefühlswelt, also können eine Emotion hervorheben, nämlich etwas Spitzes kann uns ein bisschen gefährlich vorkommen und etwas Rundes, eine runde Form kann organisch wirken und vielleicht auch ein bisschen wärmer. Und damit bin ich mit diesem Video am Ende und wünsche euch noch einen schönen Tag.